Hat viel Spaß gemacht. Oh, super. Weiter geht's mit Firehawk FX. Wir haben ein neues Bodeneffektgerät, das heißt Firehawk FX. Und die Idee war, die guten Sachen von einem Part mit den guten Sachen von Amplify zu verbinden. Ich sage es jetzt einfach mal so salopp. Also wir waren ja letztes Jahr hier auf der NAMM und da haben wir Amplify präsentiert. Ja. Der Gitarrenverstärker, der viel mehr ist als ein Gitarrenverstärker. Ein Bluetooth-Lautsprecher ist, den man über Bluetooth mit seinem iOS-Gerät oder Android-Gerät fernbedienen kann. Schönen Gruß von Bord übrigens. Ein Danke für das Nachbessern von Android. Wurde sehr nachgefragt und auch aufgenommen, dass ihr es getan habt. Vielen Dank. Yes. Das war uns sehr, sehr wichtig, weil wir haben das auch hier in den Vereinigten Staaten gehört und war eigentlich vollkommen klar, dass wir das machen müssen und haben ja auch im Sommer dann abgeliefert. So, also das war Amplify. Ja. Und viele Leute haben Amplify gesehen und fanden die Idee unheimlich gut. Mhm. Und gesagt, ach, das ist eine super klasse Idee, aber die Sachen, die Amplify sonst anbietet, die sind nicht gut genug. Da brauche ich einfach ein bisschen mehr. Wir haben ja dann auch im Frühsommer haben wir FX100 rausgebracht, ja. Dieses Boden, Floorboards, genau. Allerdings auch mit Amplify hinten dran letztendlich. Ganz genau, Amplify, ja. Das gleiche Modell, ist ja die gleiche Anbindung an Cloud und die iOS-Geräte und Android. Und da haben viele Leute auch, wie gesagt, positiv darauf reagiert und das war ihnen aber nicht genug. Die haben dann sofort nach HD-Modellen, ja. Modellen gefragt. Sie haben gesagt, hör mal, ich brauch ein bisschen mehr iOS. Ich will mehr Fußschalter haben, dass ich meine Effekte ein- und ausschalten kann zum Beispiel. Ja. Und da haben wir uns gedacht, hör mal, das können wir doch machen. Wir können sozusagen so ein bisschen vom Part nehmen mit HD-Modellierung und ein bisschen von Amplify, also mit der Remote-App und so weiter. Und das tun wir alles zusammen. Und das ist jetzt eben, was rausgekommen ist bei Firehawk FX. Best of both worlds sozusagen. Also den HD-Teil in dem Processing-Bereich. Und den Zugang und die Einfachheit vom Amplify für die Bedienung und das Surrounding. Ja, und die Idee war einfach auch, einem Gitarristen mit höheren Ansprüchen, ob er jetzt professionell spielt oder nicht, ein Gerät anzubieten, was überzeugt in Klangqualität, was eben auch die Bedienung unheimlich einfach macht. Ja. Weil es ist ein großer Vorteil, wenn man dann mit so einer Oberfläche arbeitet, ja, grafisch auf jeden Fall aufbereitet, anstatt durch kleine Menüs durchzugehen und dann stundenlang auf den Knien zu stehen. Also das kommt sehr, sehr gut an. Das ist mir aber noch nicht genug. Wo geht's weiter? Earlier on. So again, very, very quick and easy to dial in those sounds that you want. We've got 250 plus amplifiers and effects. And 50 of those amplifiers on the effects are actually from the HD. So we're taking straight from the HD 500X. All of the amps that we're kind of used to and familiar with, all those Plexi sounds, all those Fender sounds, and the HD reverbs are all imported straight from there. As you look at the top of the unit, we've got 128 different patches in there. You can see along the bottom, I've got banks up and down, I've got A, B, C, D, and I've got five different foot switches along the top. Now, I can assign those five foot switches to be pretty much anything I want them to be, and what I really love about this is the way that we've kind of continued that Line 6 tradition of the color coding on the effects. So MCU's effects, way back to things like the DL4, we had green for delay, we have the modulation would be the blue, we have reverb would be the orange. So I can see very, very quickly when I lay them out on the pedal board, in a live situation, what I'm going to be switching in and out. So I know that my delay is on foot switch number 4 now. So it's little things like that that really, really excite me. I'm looking forward to getting home and getting this and incorporating into my setup. We have a stereo effects loop. We've got XLR outputs on there as well. And we've also got that VDI connection. So that's going to power the Variacs, and it's also going to control the Variacs. So within each of those 128 patches, I can now switch over the Variacs models as well. And that includes the tunings. So I can go straight from the sounds that we had before. So the foot switch number A on this occasion is that Strat in E flat. Foot switch number B is the Telecaster in open G, the Les Paul in drop C, and then number D, I've got a Dobro in open D tuning.
now that guitar has actually become part of those patches. So now I'm going to have a look at the app. So this is the remote app, which is available for Android or for an iOS. So my glamorous assistant will now switch over the screen, and we'll see just how easy it is to actually dial in those tones. The learning curve is so small on this. So you can see from left to right, I've got the Variax input, going through a gate, then through all the stomp pedals, into the amp, a little bit of delay, and then I've got reverb at the end before I come out into the L2 speakers. So let's change some of those amp models to start with. So currently, I'm on a Blackface Deluxe. Press the little amp icon, and now I've got a nice graphic of all the different amplifiers that are in there. So they're arranged in the groups. So I've got high gain amps, I've got British amps, I've got the American amps. So let's switch straight over to something a bit more dramatic. Let's have a listen to a tread player. Sold on. Bogner. Well, my favorite amp is one of the British sound amps. So I'm going to go straight for this Plexi sound. That sounds nice, yeah? So I can now dial in some, change some sounds, add a bit more bass, just in case of dragging your finger across the slider. And now I can start assigning some of those effects to the foot switches. So I think at the moment I have a Univibe. Just power that up. Bit more mix. I'm going to assign that to any of those foot switches, and it'll go over to that foot switch in blue because it's a modulation pedal. I'll power that off, and let's have a listen to some of the overdrives in the front of that amp. Okay, and press stomp, and I'm going to see the page with all the different overdrives in there. Let's go for an octave fuzz. Double tap it. Power it on. Assign those to any of those foot switches there. I'm going to go over to the Variax page now. And now we can see all the different parameters for the guitar. So it'll learn what I'm actually dialing in on the guitar. And at the bottom of this page, we can see all those tunings. So if I have the guitar powered up. And then just one finger, I can change any of those strings. So now you have complete integration of the guitar into any of those patches that we heard before. So that's Firehawk. I'm going to play a track now incorporating all aspects of both things. So Firehawk, just a brief sort of rundown again. 250 amps and effects, all the HD models from the 500X, but it's got that really nice interface where we can use the remote control to dial in those sounds very quickly. We're not scrolling through long menus and down through pages. You can get up and your customers can plug it in and get up and running straight away. What it also will have, and I'm just explaining what I'm doing here, I'm going to play back a track that I have in my iPad, actually sitting on the iPad, and because it's all connected via Bluetooth, I can actually stream music from the iPad as well. So that's going to stream into the Firehawk, and then it's going to come out alongside the guitar within this full range flat response system. It was a point that the other day, this actual system with this guitar now is the most affordable Variax we've ever had, Firehawk FX, and one of the L2 monitors, which is, again, the full range thing, so you can play music back, you can plug vocals into that, all different kinds of things. It now comes in at under $2,000. So you can have this sound for $2,000.
Ich muss sagen, ihr wart fleißig. Ja, ziemlich. Ziemlich, ne? Ich gehe davon aus, wir sehen uns auf der Musikmesse mit mehr neuen Sachen dann. Das die ihr uns passieren. Wieder nicht vorher verratet, aber... Das wäre ja gar kein Spaß. Wäre kein Spaß, okay, dann kommen wir halt wieder. Ich danke dir für die Information bis hierhin. Dankeschön. Wir werden nachher dann nochmal versuchen, Hands-on einzusammeln auf dem Stand. Super. Und wünsche euch eine erfolgreiche Messe. Vielen Dank. Und dass die Kunden weiter das Feedback geben, damit ihr tolle Sachen machen könnt. Sehr gerne. Dankeschön.